Hallöchen, ihr Lieben, wir sind nochmal bei Nightmares from the Deep und zwar fehlt uns noch das Bonuskapitel. Und ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal gespielt habe. Das kann nämlich tatsächlich sein. With my daughter safe at last, I could finally relax. I defeated, or rather saved, Captain Henry Remington and his beloved. However, we were still stranded on some forgotten Caribbean island, with only a skeletal crew awaiting us on the ghost ship. And then came the bottle. Wie gesagt, ich habe das Spiel nämlich schon mal gespielt, aber ich habe tatsächlich das Bonuskapitel nicht gespielt. Fällt mir gerade auf, das ist natürlich extrem gut. Hi! Mom! I'm so relieved. I was sure you'd come to my rescue, but it's not over yet. We still have to escape from this island somehow and return to the museum. Those undead sailors look like they're waiting for us. But I'm not going to be the first on board. I've had enough paranormal events for a lifetime. Oh, mein armer Spatzi. Das kann ich mir sogar vorstellen. An den Finder. Wir wurden während unserer Forschungsexpedition angegriffen. Unser Schiff zerbrach und lief auf Grund. Wir hatten keinerlei Kommunikationsmittel. Die Überlebenden benötigen medizinische Hilfe und Transport. Die Koordinaten lauten 14 Nord, 10-30, 37 Süd. Sir John Bartes, Kapitän des Holländers. Nein, bitte nicht. Kapitän des Holländers? Ernsthaft? Mittwoch, 2. Dezember 1903. Ich meine jetzt wirklich ernsthaft? Oh. Bitte nicht. Des Holländers. Hi! There she is, our beloved Madam Captain. Yes, you! We heard that our former Captain Remington ultimately resigned his position, and we've elected you for our new shipmaster. Werde ich da nicht mehr gefragt? Aye, aye, Madam Captain. We can set sail as soon as you find me last good eye. Okay, wenn es weiter nichts ist. Was? Setze? Ich muss das Netz durchschneiden. Das wollte ich doch gerade sagen. Setze das Objekt zusammen, geht ja gar nicht. Oh mein Gott. Die fragen uns auch nicht mal, ne? Man wird einfach... Ich bin jetzt einfach Kapitänin geworden. Dazu muss man mich auch fragen. Da gehe ich bestimmt nicht nochmal hin. Ich brauche etwas, um da ranzukommen. Wir haben ein Auge bekommen. Da gehe ich bestimmt noch nicht nur einmal hin. Okay, gut. Ja, komm. That's better. Now, show me where you want us to go. Do you have a map or the coordinates? Well, we can almost weigh anchor, but I need a compass to guide this old boat. Ich weiß nicht, ob ich dahin möchte. Ich bin Holländer. And so we set sail for the mysterious ship, hoping to find people willing to aid us. Von die brauchen doch selber Hilfe. Instead, we were the cavalry riding to someone else's rescue. Das stimmt da doch auch, Mädel. Das fällt dir früh auf. Da stand doch, dass wir selbst... Oh, ja, 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 ja. Those skeletons make me feel uneasy. They keep looking at me funny. But this halved ship may conceal even more dangers, so I'd better stay with them. Anyway, we're stuck here until you tell our scatterbrained sailors exactly where to go. And that scientific vessel should provide you with maps of the Caribbean. But, Mom, please be careful when you explore outside. Okay, das Schiff kann aber ja nur eigentlich nichts mit dem fliegenden Holländer zu tun haben. Here we are. That's the spot that was marked on the map. Feel free to board this sundered ship and plunder it to your heart's content, Madam Captain. After all these years, we're a bit out of practice. So we'll stay here and wait for you. If you find another map with coordinates, we can resume our voyage.
And take this rope. Good rope always comes handy. Na gut. Das ist, ich weiß nicht, ob ich hin sein möchte. Was bist du? Aki! I see. Plattform befindet sich in einem Seil. Gute Idee, aber mit dem Seil alleine würde ich da nicht reinkommen. Schade. Hätte ja funktionieren können. Okay, da haben wir nur diese dusselige Krabbe. A map of the salvaged half of the damaged ship. It might be useful. Ernsthaft. So extrem viele Räume wird es ja schon nicht geben. Ich brauche etwas Langes, um es herunterzuziehen. Alles klar. Hier ist ein Schloss vor. Hier war Unordnung. Wir gehen in die Unordnung und finden ein Wimmelbild. Wir gehen in die Unordnung. What? Was soll ich jetzt dann machen? Wahrscheinlich eine Tasse Tee eingießen. Natürlich! Wir gießen eine Tasse Tee ein. Da ist ein Aschenbecher. Das ist... Das war eine Sonnenbrille. Ich sah mir jetzt nicht wirklich danach aus, aber gut. Das war der Zucker. Eigentlich suche ich den Salzstreuer, der liegt hier. Ein Knochen. Hier liegt ein Gebiss rum. Das ist auch ein bisschen eklig. Wo liegt ein Gebiss rum? Bah, Gebiss. Ein Knochen. Ein Knochen, komm, Knochen. Huch, das war eigentlich schon wieder falsch. Das war eher eine Perle, aber kein Knochen. Menno! Das ist jedenfalls schon mal nicht die Spirale. Das ist... Wie ist hier? Ring. Stift. Korken. Jetzt fehlt nur noch der Knochen. Knochili, komm raus. Zeig dich, wo immer du bist. Übersehe ich dich denn schon wieder so sehr? Komm raus, komm, sei brav, komm. Da bist du. Eine Perle. Okay, wir haben eine Perle bekommen. Leuchtkäfer. Sie leuchten so hell, aber fliegen zu schnell, um sie mit bloßen Händen zu fangen. Hier hat sich voll die Vegetation ausgebreitet, wie man sieht. Okay, hier kann ich die nicht verbinden. Was machen wir mit dir? Da brauchen wir ein Seepferdchen. Okay, aber vielleicht kann ich damit den Schlüssel. Wenigstens das. Dankeschön. Das wird nämlich der Schlüssel hierfür sein. Kapitänskajüte. Ha! Hallo. Ich wollte gerade Hallo sagen. Die verweste Leiche erinnert mich an Remington. Und ich weiß noch ganz genau, was passierte, nachdem ich mich mit ihm angelegt habe. Hallo! Diesem Dolch fehlt ein Griff. Und ich bin mir sicher, wenn ich diesen Griff da rausziehe oder irgendwie wieder alles einsetze, was da hingehört, dann lebt er wieder. So, my... Call for help was found, finally. And to think it was you, the one who bested Captain Remington and broke Davy Jones' curse. Alas, I'm another hoodwinked sailor. I set out to scientifically prove the myths about Joan, but instead found Davy in person, and he turned out to be a terrifying and cruel creature. He sentenced me here to rot, punctured by swords, trapped between life and death. Please, will you find the remaining pearls and set me free? I can make it worth your while. Wir sind hier wirklich jetzt ständig von lebenden Toten umgeben. Na gut. So langsam gewöhnt man sich da fast schon dran.
Okay, ein Zirkel. Giftiges Wasser, natürlich. Ein Kugelfisch? Wo soll hier denn ein Kugelfisch sein? Also. Bumerang und ein Messer. Okay, dafür bekomme ich ein Messer. Ein Stein. Der Holländer fliegt davon. Ach, der fliegende Holländer. Ich wusste es doch. Unter dem Kommando von Captain John Barthes lief ein Forschungsschiff aus, das ins Karibische Meer fuhr, um den Wahrheitsgehalt der alten Sagen zu untersuchen. Barthes ist ein anerkannter Wissenschaftler, der mit seiner Crew die Legende vom legendären Davy Jones, dem Teufel der Meere, ein für alle Mal be- oder widerlegen will. Der erste Tag auf dem Holländer. Großartiges Wetter. Er sieht zufrieden aus. Der Holländer fuhr dem Unglück. Wirklich beeindruckend. Also das hier sieht's aus wie ein Holzschiff. Und wenn ich jetzt von außen gucke, sieht's aus wie ein Metallschiff. Irgendwie ein wenig merkwürdig, aber gut. Einige Teile der Schallplatte fehlen. Ich sag da nichts zu. Das ist einfach, es ist einfach so. Denn halt nicht. In der Zeitung kann ich da wahrscheinlich auch nicht ganz viel machen. Ich brauche ein neues Seil. Seil? Okay, gut. Dass ich diesen Teil noch nie gespielt habe, ich bin da irgendwie selbst von mir selber irritiert. Oh, ein Käse. Ich habe jetzt auch gerade voll Bock auf Käse. Mausefalle, Krücken. Mupfel, eine Mupfel. Eine Mupfel. Eine Schaufel. Zeitung. Natürlich, ich muss erstmal Zeitung lesen. Wo ist denn hier eine Zeitung? Das ist eine Zeitung. Eine Ananas. Ich sehe nur eine Banane. Ananas. Libelle. Libelle. Huch. Machst du das jetzt auch noch? Nee, schade. Das ist so lustig. Oh Gott. Wein. Ein Nest. Ein Hörer. Von einem Telefon. Wie ist die Libelle? Ein Hörer von einem Telefonapparat, das es den damals schon gab, irritiert mich ein wenig. Mach den jetzt mal eine Krücke. Achso, nee, da kann ich nur wieder. Was mache ich jetzt mit einer Krücke? Da habe ich noch nichts für. Ich habe einen Stein. Krücke. Moment, kriege ich mit der Krücke das Ding wieder runter? Juhu! Was ist? Der Hebel fehlt. Der Hebel fehlt. Nach draußen. Ich kann hier sogar raus. Ach, wie cool. Was ist das? Ein Kescher. Da brauche ich irgendwie... Ich muss alle Scheiben finden. Ich brauche etwas Scharfes. Warte, wir haben ein Messer. Da machen wir jetzt den Deckel auf und wir haben... Alter, du Scheiß... Seagull? I need to find it and get back my pearl. Diese scheiß Möwe! Was ist das denn für eine Bitch? Mann, fucking Möwe. Du fucking Möwe. Wir unterhalten uns noch. Mann, blödes Vieh. Klaut die mir da einfach meine Perle. Das geht gar nicht.
fucking Möwe, wir unterhalten uns noch. Und dann rupfe ich dir aber die Federn nur. Parfüm, Löffel. Und eine Flöte. Jetzt haben wir eine Stricknadel. Und damit piekse ich dir in den Allerwertesten. Verlass dich drauf. Der Schlüssel steckt von innen. Achso, Zeitung. Ja, kann ich da jetzt bitte mal eben... Jetzt brauchen wir die Zeitung auch nicht mehr. Die ist jetzt vollkommen uninteressant. Hier, es ist arschdunkel. Kann ich hier echt nichts machen? Nee, es ist zu dunkel, um was zu sehen. Klemm fest! Vielleicht muss ich sie irgendwie aufbrechen. Moment, ich hätte ja jetzt so lange mit dem Stein drauf gedonnert. Verschlossen. Wo ist diese fucking Möwe hin? Natürlich, die bleiben da jetzt auch drin. Das ist natürlich vollkommen logisch. Hier ist ein Bemöbel. Natürlich bleiben die da jetzt drin. Warum sollten sie da auch nicht drin bleiben? Es gibt Wimmelbildspiele, in denen muss man wenigstens noch nach einem Behältnis dafür suchen, aber nicht hier. Hier ist sowas nicht nötig. Eine Gabel. Und Garn. Nein, ich habe das wirklich noch nicht gespielt. Und da kommt jetzt rein. Einer, ihr Leuchtkäfer. Licht. Ich brauche Licht. Dieses Gepiepsen nervt ja schon ein bisschen, ne? Sieh mal an, ein Wimmelbild. Was sind das für... Ach, das sind Fische. Du lieber Gott. Gummistiefel. Gummistiefel. Da. Eine Schildkröte. Das war keine Schildkröte, aber egal. Schildkröte ist da. Handschuh. Handschuh. Wäre wahrscheinlich schon. Ich habe die Zeit wahrscheinlich früher überschritten. Nein, habe ich noch gar nicht mal. Ich bin ja begeistert. Handschuh. Ja. Das ist eine Muräne, keine Schlange. Da könnte aber eine Schlange drin sein. Ein Hummer. Eine Qualle. Ein Ruder. Und ein Wal. Wir kriegen einen Pokal. Was auch immer wir damit machen sollen. Die Möwe erschlagen vermutlich. Oder die Tür einschlagen. Das geht auch nicht, weil das geht. Nee, aber da kann man den Hammer finden. Ist das? Wir kommen in die Bibliothek. Hier kommst du hin. Ich habe keine Ahnung, wie ich die hinstellen soll. Die wissenschaftliche Herangehensweise scheitert also. Wir sprachen mit Inselbewohnern, um in den alten Geschichten eine Körnchen Wahrheit zu finden. Die Wissenschaftler haben anscheinend Davy gefunden, was ihren Untergang besiegelt hat. Sieht Davy etwa so aus? Hoffentlich finde ich nicht heraus, wie Davy Jones persönlich aussieht. Nein, das möchte ich auch nicht unbedingt. Das ist die Dublone, die in meinem Museum gelandet war. Die erste der 12 verfluchten Dublonen. Ich habe diese Dublonen im Museum eines Freundes gesehen. Die, eine echte Rarität. Wer hat sie auch hergestellt und warum? Ach du Kacke. Ich male mir das mal eben auf. Moment. Ich randaliere hier erstmal wieder. Oh, Platz. Da ist Platz. Also. Und.
oben mit Nupski. Lang dünn, 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 dünn. Der wird wieder ein bisschen bauchiger und der ganz am Ende spitze Züge. Ich gucke mal, ob ich das hinkriege. Das machen wir aber morgen. Oder beim nächsten Mal. Irgendwie beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.